Ich heiße Dieter Ohrendorz, komme aus Iserlohn und bin 29 Jahre alt. Ich habe recht spät angefangen, muss ich sagen. Mit 8 Jahren bin ich zum Eishockey gekommen. Ich habe davor tatsächlich Fußball gespielt. Mein Bruder, ich habe einen kleineren Bruder oder einen jüngeren. Der hat vorher Eishockey gespielt und ja, Fußball wurde dann irgendwann mal langweilig und ja, mit 8 Jahren habe ich dann angefangen und bin dazu dann gekommen. Ja, wer meine Historie kennt, der weiß, dass ich eigentlich nicht viel rumgekommen bin. Ich habe meine Jugend in Iserlohn verbracht. Ich habe in der Oberliga habe ich dann ein paar Stationen durchlaufen. Hamm, Dortmund, Duisburg. Ja, ansonsten war ich die ganze Zeit eigentlich in Iserlohn. Ich denke, dass ich kompromisslos bin auf dem Eis, dass ich defensiv stark spielen kann. Ja, und dass ich mit Leidenschaft dabei bin. Ja, alle Sportarten eigentlich, ne? Also ich versuche alles Mögliche auszuprobieren. Ich spiele gerne Tennis, ich gehe mal golfen, dann ist es mal Tischtennis, dann Dart, also da ist alles bei. Meine Lieblingsmusik ist ja, jetzt vielleicht nicht Techno, aber House, Elektro, sowas höre ich mir schon gerne an. Ja, würde ich sagen, das ist so meine Lieblingsmusik. Ja, so wie jeder andere eigentlich auch. Ich denke, dass man die ersten Wochen erstmal Pause gemacht hat. Danach ging es mit dem Training los. Ich habe mir dann mal einen Urlaub gegönnt mit meiner Frau. Da waren wir 10 Tage auf Kreta. Das hat auch mal ganz gut. Und ansonsten, ja, Training, Schlafen, Essen, das Übliche halt. Ja, bis jetzt habe ich nur Positives gehört. Ja, ich habe die Jungs ja auch kennengelernt in den letzten Tagen und sind alle super nett. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Berührungspunkte hatte ich mit Kassel, als ich mit Dortmund hier gespielt habe. Es ist schon ein paar Jahre her. Ja, Stimmung war immer gut in der Halle, muss man sagen. Und es war auch unangenehm hier zu spielen. Kassel ist ein bisschen größer als Iserlohn, hat aber trotzdem sehr viele grüne Flächen in Kassel und das gefällt mir sehr gut. So wie in Iserlohn quasi, nur halt größer. Ja, ich freue mich am meisten darauf, dass ich wieder spielen kann, dass ich mit den Jungs auf dem Eis stehe, dass die Fans wieder in der Halle sind. Ich hoffe, dass sie in die Halle können. Umso schöner wird es dann, wenn wir auf dem Eis die, ja, die Feier haben oder die Spiele gewinnen. Darauf freue ich mich, ja. Ja, viel Leidenschaft. Ich gebe immer alles fürs Team. Ich werde für jeden da sein. Ich bin sehr hilfsbereit und ja, ich denke, dass ich auch körperbetont spielen kann. Ja, Eishockey guckt man einfach in der Halle. Es ist erstens ist es schöner, wenn die Fans da sind und zweitens macht es einfach viel mehr Spaß, wenn man auf der Tribüne sitzt und das Spiel live sieht und nicht vorm Fernseher sitzt und sich das Ganze von zu Hause aus anschaut. Ja, ich freue mich auf euch. Bleibt gesund und ja, ich hoffe, ich sehe euch dann am ersten Spieltag.